Hallo und willkommen zurück zu Lords of Xulima. Wir sind weiterhin im Tempel von Kersket. In der zweiten Hälfte, würde ich jetzt mal sagen. Na, eigentlich sind wir genau... Na gut, wir haben ja schon den Außendings. Ja, zweite Hälfte trifft's gut. Die ewige Ruhestätte der Hohepriester von Kersket. Was war Kersket überhaupt für ein Gott? Keine Ahnung. Die Seite noch auf. Können wir ja mal spaßeshalber nachgucken. The Lord of Stone and Earth. It was the powerful Kersket who molded the earth into its present form. His valleys, canyons, mountains obey only the most stubborn force of Xulinari. Xulinari. Ah. Aber nichts, was man öffnen kann oder so. Eins. Die anderen konnte man aber nicht plündern. Tja, keine Ahnung, wo das Ding jetzt eine Geheimtür geöffnet hat. Aber ich sag's mal so, wenn wir dann am Schluss alles hier offen haben, dann sollten wir das auch... Dann sollten wir alle Geheimtüren gefunden haben, das ist keine Falle. Von weiter vorne. Hier an der Seite irgend sowas sehen auf der Karte? Nee. Da. Ein unidentifizierter Gegenstand. Gezielter Stoß. Das ist der unsinnigste Angriff überhaupt. Das ist eine Fackel. Weitere Mumien. Inferno. Inferno. Da müssen wir einmal Schutz machen. Da müssen wir nochmal Schutz machen. Und da werde ich gucken, dass ich auf jeden Fall die linke Seite zuerst kaputt schlage. Inferno, damit der Golot hoffentlich die linke Seite bekommt. Also wenn er die linke Seite bekommt, dass ich den auch direkt wegputzen kann. Die kann dann auch schon nichts mehr machen. Mal toll. Bling. Du, du, du. Werde ich erstmal den umbringen. Schön. Sehr gut.
Ach, die hätte neu holen müssen. Aber die ist sowieso nochmal dran, bevor der nächste Gulot dran ist. Macht also keinen Unterschied. Es sei denn, der wird jetzt getötet, was auch passieren könnte. Ja. Ich glaube, die habe ich gerade... Jetzt bin ich aber ganz verwirrt. Hä? Egal, ich mache jetzt hier einfach nochmal einen Gulot. Lass mal den noch durchgehen. Rechts. Den hatte ich jetzt schon? Tatsächlich. Ich hatte eigentlich, dass der eben keine Mana mehr hatte. Aber gut. Kaching. Stufenaufstieg. 62. Schnelle Reflexe. Und... Meditation. Nein, Bodybuilding. Passt. Nee, mach mal jetzt das Ding einfach voll. Einmal rasten. Große Anzahl. Da oben haben wir wieder einen Schalter. Schön. Keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Da unten das, okay. Ausdauer. Okay, okay, okay. Sitze ich am anderen Punkt. Ausdauer. Ja, ich glaube, die hat mittlerweile mehr als die anderen. 308. Ja, kann noch einen bekommen. Ja, wo hat sich da jetzt was geöffnet? Man sieht ja halt überhaupt keine keine Durchgänge auf der Karte. Drei Liche und zwei von den Vampiren, da werde ich aber auch voll drauf. Die sind aber jetzt auch verdammt schnell dran gewesen, alle. Come here, little one. Mhm. Sehr schön, nehmen wir uns die noch zuerst vor. Ich wundere mich aber, dass die dieses Mal alle so schnell dran sind im Vergleich zu mir. Come here, little one. Sehr gut. Einmal Schutz. Thank you.
der Licht dort. Den können wir auch umbringen. Genug Lichis, um Nachwuchs zu produzieren, haben wir ja sowieso. Stirbt jetzt sowieso. Nochmal Inferno. Damit ist er auch weg. Dann kümmern wir uns um den da. Heilung. Ein neuer Gulot. I'm going to bite your neck. Den Vampir hier. Sehr schön, dann machen wir den wieder zuerst. So, weiter mit dir. Den auch noch. Sehr schön. Dann kann ich mich aber jetzt wieder auf die Skelette konzentrieren, damit er was Gescheites holt. Der Gulot. Wasch. Sehr gut, damit hätten wir alle Liche zumindest. Noch einer geht. Oder auch nicht. Schön, der geht jetzt sowieso kaputt, weil er abläuft, glaube ich. Sehr schön. Sauber. Come here, little one. Das ist schade. Der Vampir wäre mir lieber gewesen. I'm going to bite your neck.
Und der letzte. Sehr gut, da bleibt jetzt noch der Vampir übrig. Der erste Lich wird wohl jetzt verenden. Na, der kann jetzt sowieso. Ah gut, aber der hatte den letzten Kastin hier rausbekommen. Immerhin. Gut, einmal kann er noch. Vielleicht. Das wäre jedenfalls. Ne, kann er nicht. Wir haben die Mana verbraucht. Alles abgefarmt, 9600, ordentlich Kohle und nochmal ordentlich Kohle. Einiger weniger sind die wahrscheinlich, wenn ich hier durch bin, sogar alle im Arsch, denn das dauert noch ein bisschen mit dem ganzen Hin- und Hergelaufe. Da geht's weiter. Muss ja irgendwas in dem Raum sein. Die Hebel lasse ich erstmal in Ruhe. Da will ich halt auch wissen, wenn die ihr Ziel erreicht haben, wofür die gut sind. Fähigkeitspunkt. Kämpft! Aber glaube ich in irgendeinem Bud Spencer Film mit Rittern. Kämpft! Ich habe einen. Bullets. Inferno. Der rechte versenkt. Ah, nicht ganz versenkt.
Schatz versenkt. Ach, scheiße. Na gut. Jetzt muss ich ja ein bisschen vorsichtig sein, dass die nicht sterben, bevor ich die abgeerntet habe. Sehr gut. Okay, den kriegen wir jedenfalls nicht. Der andere sollte aber noch passen. Der Ring des Kriegers. Einige weniger. Und alle rasten. Wir sind auch bei, auf 1 Nahrung runter. Schutz vor Toxinen. Oh je. Da kommen wir aber jetzt anscheinend auch in den letzten Raum rein. Und diese Hebel habe ich noch nicht benutzt. Gott, sind die alle schnell. Das ist auch Schwierigkeit 29, der ist langsam. Okay. Der Altar von Kersket betritt den großen Altar des Steins und der Herr der Erde wird dich erhören, Frevler, der die Erde nicht ihren Respekt zollen. Frevler, die der Erde nicht ihren Respekt zollen, werden vom Stein verschlungen. Keine Falle, wie es aussieht. Holla, 46 und alles frei hier. Muss ich ja irgendwie versuchen, eine möglichst lange Route zu bauen. Ist doch gut gegangen. Ja, dann werde ich hier auch erstmal zurück. Beziehungsweise ich werde den ja mal ausprobieren. Ich werde hier erstmal alle auf 0 setzen. Wie gesagt, das digitale System. Dann fangen wir an mit einer 1, 2, 3 und so weiter. Hälfte haben wir. Ja.
Und ich habe keine Ahnung, was die tun. Jetzt habe ich nämlich alle Kombinationen durchprobiert. Ich werde jetzt erstmal nach Hause. Was gab's denn hier für Notizen? Dazu. Come here, little one. Wieder diese Liche. Ihr seid doch widerlich. Come here, little one. Inferno. Müssen wir da noch nichts kaputt machen. Den kann man kaputt machen. Das ist nämlich unnötig. Anderen Lich. Da müssen wir jetzt eine Regeneration anwerfen. Einmal geht noch. Der kann da leider nichts Sinnvolles tun. Entfernen wir mal ein paar Blutungen. Ich glaube, der vergammelt aber eh jetzt. Etwas vorzeitig abgekrepelt. Diesen dämlichen Vampir jetzt.
Sehr gut. Das hat noch so gepasst. Zing. Na, wieder gestunt. Shit. Ja, das ist dann auch der letzte, weil die da so viel Mana abgezapft haben. Und wieder gestunt. So eine Scheiße. Gut. Oh, mach nix. Anderes wäre da sowieso nicht gekommen in der Runde. Das war der letzte Golem. Ja, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Burschen. Cleric hätte ich gerade regen müssen statt wegklicken. Könnte natürlich auch sein, dass in der Außenwand irgendwas frei geworden ist. Kann man ja auch mal ablaufen. Come here, little one. Okay, dann machen wir das diesmal ohne Inferno. Dann warten einfach ab. Schutz. Erstmal wieder die exterminieren, die keine Daseinsberechtigung haben. Ganz gut aus gerade. Come here, little one.
So, Gollard, da kommst du endlich. Schutz. Und der muss weg. Hätte den eigentlich retten müssen, weil das ist jetzt eh wieder frei. Glück gehabt. Machen wir jetzt hier eine Regeneration an. Ja, der Gullard, der kommt hier zu nicht viel. Eingefroren. Ja. 7 Sekunden, na super. Come here, little one. Na toll, genau den falschen. Come here, little one. Der scheint auch nicht mehr dran zu kommen. Dann kann ich da direkt einen neuen beschwören. Alles Gammelgegner. Okay. 58 ist schon ein bisschen viel. Come here, little one. Ach, Funken geht ja da hinten nicht drauf. Was wird so? Da müssen wir jetzt mal die Blutung stillen, denn das war zu viel. Okay. Ja, diese Kämpfe, die dauern halt einfach Ewigkeiten, wenn man die maximiert. Vor allem, weil die jetzt genug Mana hat, um den Gollot im Idealfall 4-mal zu beschwören. Erstmal weiter. Okay. Gut. Come here, little one. Hm.
Aber ich habe von den Kandidaten noch keinen. Ist ein bisschen doof. Jetzt auch nur noch einen beschwören, dann sollte ich gucken, dass ich die anderen wegboxe. Na gut, den kriegen wir eh nicht. Na doch, so schon. Das war nichts. Funken. Komm hier, Little One. Toll. Und da ist der letzte Golot verschieden. Das ist natürlich schade. Das hat nicht so schön funktioniert. Dann werden wir sie jetzt umboxen. Da sollte man mal vielleicht überlegen, die Blutung wegzunehmen. I'm going to bite your neck. Jetzt stirbt er mir dann noch weg. Habe ich es aber auch jetzt verplant. Denn Mana zum Heilen habe ich jetzt auch gerade keine mehr. Aber das wird schon irgendwie. Müssen wir jetzt einfach mal ausnahmsweise etwas effizienter spielen. Der Heilung. 10. Anfang wäre es natürlich, die Blutung da zu entfernen. Come here, little one. Come here, little one. I'm going to bite your neck. Gut. Mal die Blutung weg. Dann weiter auf den da. Inferno! Er stirbt jetzt zwar sowieso, aber so kann er auch nicht mehr angreifen. Das war nichts, mein Junge. Quasi als Target-Dummy gelohnt. Machen wir den hier auch noch. Okay. Schon.
So, du bist weg. Da müssen wir irgendwie dran. Er hat sich auch rentiert. Gar keine Mana mehr. Okay. Probieren wir nochmal, oder wird wahrscheinlich wieder neu rum. Kommen, genau. Ratsch. Hier so ein Kleinkram. Und dann wird er auch so langsam hinwegsterben. Das war auch wesentlich knapper als nötig. Wenn man bedenkt, dass ich jetzt auch schon über eine Stunde nicht gespeichert habe, sollte ich das vielleicht nicht so riskieren. Energie 111, Bodybuilding, Immunität. Ja, Wunden heilen, die hat nichts mehr. Schnelle Reflexe könnten sie noch lernen. Oder Massenheilung. Göttliche Wiedergeburt, da könnte ich natürlich auch mal drauf sparen. Machen wir das einfach mal, so spaßeshalber. Mit den überzähligen Punkten. Ich laufe jetzt mal die Seite noch ab, um zu gucken, ob sich hier vielleicht irgendwo was geöffnet hat, was auf der Karte halt nicht angezeigt wird. Ich bezweifle es. Kämpfen, schön. Den Fern. Da machen wir Gruppenrüstung, Inferno. Regen, den Golot haben wir hier auch schon. Wunderbar. Inferno. Dann stunnen wir die mal. Na, oder auch nicht. Super. Ganz links, perfekt. Wenn man ihn jetzt noch treffen würde, wäre es noch perfekter. Wenn es sowas geben würde. Wusch. Du sollst nun mal. Was dann kann man dir halt gar nicht. Okay. Lassen wir den Golot da hinten mal arbeiten.
Punkte. Sehr gut. Nicht so gut. Wieso mache ich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Der kann nichts mehr tun. Abwarten. Bin niemals raus. So. Die beiden haben wir. Nehmen wir den. Der Paladin könnte natürlich auch mal seinen Schutz anmachen, das wäre vielleicht gar nicht so unclever. Bullard. Ratsch, ratsch. Batsch. Kriegen sowieso alle haufenweise Schaden. Ich jetzt ein bisschen gleichmäßiger runterhacken. Okay. Weg. Der. So viel zu gleichmäßig runterhacken. Weiß nicht, ob wir den jetzt schon hatten. Wahrscheinlich ja. Ja. Und alle leer gefarmt. Quasi nebenher. Dafür haben wir ja was mit. Einmal aufsteigen. Bodybuilding, Meditation. Dann hier schnelle Reflexe, Bodybuilding. Und dann hier eins von denen, die nur eins kosten. Und Lebenspunkte und Geschwindigkeit. Naja, ich müsste mich jetzt mit dem gekauften Futter nach Hause bewegen. Ja, okay, das reicht aber hier. 80.000 Gold eingesammelt. Fupp. Speichern. Und dann werde ich an dieser Stelle auch einen Schnitt machen. Dann geht es beim nächsten Mal weiter auf den Tempel zu und den Oberhoshi noch besiegen. Also, bis denn!